Wunderschönen guten Abend. Es ist Dienstag, der 5. September 2017. Wie Sie sehen, heute auch mal in der Premiere. Der Stefan Riss ist mit Webcam schon mit dabei. Schauen wir mal, ob wir das dabei lassen. Ist ja manchmal auch schön, ein Gesicht zu sehen. Aber noch spricht Berlin, noch spricht Admiral Markets, Jens Schanowski. Ich grüße Sie. Ich darf Ihnen in den ersten ein, zwei Minuten die Proforma-Dinge, die Einleitung erzählen, bevor dann gleich der Stefan Riss übernehmen wird. Das ist der Hauptmoderator. So heißt ja auch Titel vom Webinar, Börse mit Stefan Risse, mit einem großen Schwerpunkt auf die Börsenpsychologie. Nochmal Grüße aus Berlin. Schön, dass Sie dabei sind und wir legen direkt los. Zu Beginn natürlich immer mit dem Risikohinweis. Es geht bei Admiral Markets immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten. Leider aber auch, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, Ihre Strategie nicht aufgeht, die möglichen Verluste. Wenn Sie mit dem Forex und CFD Trading beginnen, starten Sie am besten mit einem Demokonto und machen Sie erst im Demo-Modus mit dem Trading, dem Hebeleffekt und dem persönlichen Risikomanagement ausreichend vertraut. Und wenn Sie sich danach einerseits sicher fühlen, gerne mit echtem Geld weiter traden. Den kompletten Warnhinweis finden Sie auf der Webseite zum Nachlesen, wenn Sie möchten, hier unten als Link auch hinterlegt. Der Hauptmoderator. Der sieht so aus, der Stefan Risse. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie etwas nicht verstanden haben, wenn Sie gleich nochmal irgendwelche Wünsche oder Feedbacks haben, Sie können sich in jedem Webinar aktiv beteiligen. Sprechen können bei uns immer die Moderatoren. Sie können aber tippen. Sie haben so ein kleines Question-Chat und Frage- und Antwortbereich in Ihrem Live-Webinar-Tool. Dort würden Sie ja anliegen, wenn Sie sich aktiv beteiligen möchten, bitte tippen. Und wenn es für alle ein Thema ist, lesen wir es laut vor und Sie kriegen live im Webinar die Antwort. Reden ist nämlich Gold. Wir haben etwas zu sagen, über 10 Live-Webinare Woche für Woche. Da sind noch längst nicht alle Gesichter aufgeführt. Der Stefan Risse ist dort in der Übersicht noch nicht dabei, der Giovanni Ciccivelli auch nicht. Also viele, viele führende Köpfe Deutschlands von der Börse sind für uns dabei. Viele Webinare. Auf der Webseite finden Sie alle Themen. Einfach mal drüber fliegen, wie man so schön sagt auf Deutsch, und sich die Themen Ihrer Wahl herauspicken. Alle sind kostenfrei und wenn es Ihre Zeit mal nicht erlaubt, live teilzunehmen, fast alle wenig später in unserem YouTube-Kanal zum nochmal anschauen hinterlegt. Und wenn Sie Forex und CFDs traden möchten, freuen wir uns, wenn Sie das bei uns machen. Zum Beispiel, unser DAX 30 Bestseller spricht für sich. 0,8 Punkte, typischer, verlässlicher Spread von 8 bis 22 Uhr mit auswählbarem Hebel. Ob Sie 50er oder 500er Hebel haben möchten, entscheiden Sie. Ob Sie Minilots oder volle Kontrakte traden möchten, auch das entscheiden Sie. Also viele, viele Auswahlmöglichkeiten, die Sie so bei anderen oftmals nicht haben. Alle Details dazu natürlich auf admiralmarkets.de zu finden. Genau wie der eben angesprochene YouTube-Kanal, der ist dort verlinkt, oder auch die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, wenn Sie mit uns eins zu eins sprechen möchten. Der Berliner Kundenservice ist in der Regel Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr für Sie telefonisch erreichbar. Das war's von mir. Dankeschön, dass Sie mir zugehört haben und damit darf ich zum Hauptmoderator übergeben. Heute Premiere, sogar mit Webcam, also man sieht auch ein Gesicht. Ich hoffe, das klappt alles mit der Übertragung. Ich freue mich. Schönen guten Abend, lieber Stefan. Du hast das Wort, du hast den Bildschirm. Leg los. Ja, danke schön, Jens. Jetzt muss ich es einmal fragen. Die letzten beiden Webinare habe ich ja bei mir beim Rechner gemacht. Da habe ich keine Cam angeschlossen. Jetzt bin ich heute in London. Ich hoffe auch, dass die, ich habe extra geguckt, ein Hotel zu kriegen mit einer guten WLAN-Leitung, dass ich gut hörbar bin über diesen Weg. Ja, ich könnte mir Webcams anschaffen für die anderen Rechner, wo ich üblicherweise das mache, es sei denn, ihr habt die Politik, das nicht zu machen. Das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Wenn es euch egal ist, dann könnten die Teilnehmer natürlich gerne schreiben, ob sie darauf Wert legen, den Referenten, also mich in dem Fall, zu sehen oder nicht. Dann würde ich dafür sorgen, dass das dann immer der Fall ist in Zukunft. Ansonsten mache ich es jetzt mal, an, weil ich sie hier eben im Laptop eingebaut habe. Technik, Sound, alles läuft. Gute Qualität, gute Hotelauswahl. Wir freuen uns auch, dich zu sehen. Also leg los. Okay, wunderbar. Also, das ist ja das erste, wenn man so sagen will, reguläre Webinarbörse mit Risse. Wir hatten ja als Auftakt, ist natürlich abrufbar, wie der Jens das erklärt hat, im YouTube-Kanal von Admiral Markets dieses Grundsatzwebinar, das ich nenne die irrationale Logik der Börse, warum die eigene Psyche so viele Trader zu Verlierern macht, wo ich nochmal ganz deutlich erklärt habe, welche Fallstricke da sind. Es hatte weniger aktuellen Bezug, ist etwas, was zeitlos man sich dort angucken kann und das auch so ein bisschen reinholt in Themen, die ich hier in Börse in Risse mache. Ein Blick aus fundamentaler und stimmungstechnischer Sicht. Natürlich
natürlich gucken wir dabei, das subsumiere ich jetzt mal unter fundamental, gucken wir auch auf das, was die Liquidität gemacht hat. Wir wollen uns mit dem Webinar ganz einfach, oder ich will mich bei dem Webinar ganz einfach dem widmen, was in dieser Woche passiert ist und was in der Woche noch passiert oder in der vergangenen Woche, also in der Woche seit dem oder den letzten zwei Wochen seit dem letzten Webinar passiert ist und das dann eben vor allem unter diesem Stimmungsgesichtspunkt auch mir anschauen, weil das, glaube ich, am deutschen Aktienmarkt in der Form oder am deutschen Markt für deutsche Trader nicht so oft vorkommt. Es gibt ja sehr, sehr viele, die Charttechnik machen, das auch gut machen, auch hier bei Admiral Markets, aber der sehr, sehr fokussierte Blick auf die Stimmung, das bekommen Sie eben bei mir. Gehen wir da mal rein jetzt ins Webinar, genug der Worte. Fangen wir mal ganz aktuell mit dem an, was die Märkte ab gestern Morgen, wir hatten ja Labor Day in den USA, bewegt hat. Das war natürlich der erneute Raketentest in Nordkorea mit einer, nicht Rakete, Bombentest, mit einer Bombe, die wohl eben im Volumen dann stärker war als alles, was man bisher gesehen hat. Und was wir jetzt hier sehen und was wir schon häufiger gesehen haben, wo ich eine lange Erfahrung gesammelt habe, das ist so ein gewisser Gewöhnungseffekt. Wir hatten ja diesen Raketenabschuss, der über Japan ging und dann ins Meer fiel. Man kann das natürlich auch unterschiedlich bewerten. Aber wenn man sich anguckt, dass man selbst in Deutschland seismografisch erkennen konnte, dass da was passiert ist in der Nacht, würde ich sagen, das Ereignis war nicht weniger schlimm. Was aber weniger schlimm war, war die Reaktion am Markt. Und woran liegt das? Ganz einfach, es treten Gewöhnungseffekte ein. Denn was hat der Trader erlebt, nachdem diese Rakete geschossen wurde? Ja, die wurde geschossen übers Meer. Der Markt ging richtig runter. Während uns beim DAX waren wir zwischenzeitlich unter 11.900 Punkten. Und dann erholte sich der Markt wieder sehr schnell. Und das haben wir beispielsweise auch gesehen bei den Terroranschlägen ab dem 11. September. Wir haben das bei der Euro-Krise gesehen. Wir haben das bei politischen Krisen ab 2016 gesehen. Ob wir jetzt den Brexit nehmen, ob wir die US-Wahl nehmen oder dann hatten wir nachher die Italien-Wahl. Das sind Ereignisse, auf die der Markt sich fokussiert. Wenn der Markt aber lernt, dass der Effekt am Ende der ist, dass sich der Markt dann auch wieder erholt, dann fallen diese Verlustphasen immer geringer aus. Und das konnten wir jetzt am Montag wunderbar sehen, denn es ging mit dem DAX runter. Wir eröffneten mit einem Abschlag von 100 Punkten, ging dann auch nochmal kurz runter, aber ab 9 Uhr ging schon wieder nach oben und drehte der Markt nach oben. Und das ist dann sehr, sehr typisch, dass solche Short Squeezes einsetzen. Was versuche ich Ihnen da mitzugeben? Ganz einfach, wenn man auf solche Dinge setzt, bitte nicht davon ausgehen, dass die Märkte dann in immer gleichem Muster darauf reagieren. Das wäre natürlich sehr schön, man wüsste, ach guck mal, am Wochenende hat er eine Bombe gezündet, jetzt kann ich erstmal zur Eröffnung Short gehen, nehme wieder meine 200 Punkte mit. Die Phasen, wo dann darauf reagiert wird, werden immer kürzer. Und manchmal ist es dann vielleicht auch schon so, dass nur noch die Eröffnung schlecht ist und dann geht's ab da schon wieder nach oben. Habe ich alles schon erlebt. Und das war zum Beispiel bei den Terroranschlägen, um es nochmal zu sagen, 9-11 war natürlich heftig. Dann kam, glaube ich, London, Madrid und später hat der Markt nicht mehr reagiert. Warum? Weil man einfach sah, ja, das ist menschlich eine Tragödie, aber die Weltwirtschaft wird dadurch nicht so getroffen und damit eben auch die Märkte nicht so stark. Und irgendwann haben sie das einfach zur Kenntnis genommen. Jetzt lösen Terroranschläge, Sie wissen das, dass London war, Paris ist, so gut wie keinen Effekt mehr aus, auch wenn es, wie gesagt, menschlich eine Tragödie ist. Also das muss man eben lernen. Entweder ist es etwas Neues, was verunsichert, dann kann man darauf setzen. Aber zu meinen, das Muster habe ich jetzt erkannt, jetzt zum vierten Mal spiele ich das, kann man auf dem falschen Fuß erwischt werden, war eben beispielsweise auch mit dem Jahr 2017 so. Da haben alle Analysten betont, politische Krisen, wir haben große politische Krise oder politische Risiken in dem Jahr 2017. Ja, und dann ist 2017 gar nicht mehr viel passiert. Das hat sich in 2016 abgespielt. Brexit haben wir gesehen, 1000 Punkte in 24 Stunden verloren, der DAX, aber er hat es am Ende dann eben doch wieder aufgeholt. Ich habe einen sehr kleinen Screen. Ich werde versuchen, trotzdem mal das Fragefenster jetzt auszukoppeln. Ich würde mich gern Ihren Fragen dann so ein bisschen nach und nach widmen wollen. Da gibt es dann unterschiedliche Meinungen zu dem Thema, ob die Webcam sein soll oder nicht. Ich glaube, Sie können es aber auch ja einstellen, ob Sie das überhaupt sehen wollen, dieses Fenster. Insofern würde ich sagen, machen Sie es mal individuell und das soll jetzt auch nicht das große Thema sein, dem wir uns der Diskussion hier widmen wollen. Wir hatten am vergangenen Freitag ab 14.15 Uhr ein Live-Trading-Webinar hier bei Admiral Markets, das erste
richtige Live-Trading-Webinar, wie ich erfahren habe. Das ist immer so ein bisschen, mit dem Laptop geht das immer schnell. So, da haben wir die amerikanischen Arbeitsmarktdaten getradet. Für diejenigen, die nicht dabei waren, auch da nochmal die Information. Das werden wir zukünftig immer zu den Non-Farm-Payrolls machen. Vielleicht machen wir es auch mal zu einer Notenbankentscheidung. Jetzt Donnerstag machen wir es nicht, aber ich sage dazu auch gleich nochmal was. Aber das kann durchaus auch sein, dass wir, wenn da Veränderungen erwartet werden, da auch nochmal ein Webinar machen. Aber Non-Farm-Payrolls, also die amerikanischen Arbeitsmarktdaten, die sind eigentlich immer ein ganz guter Indikator, oder ja, Indikator für die Wirtschaft, und deswegen lösen sie häufiger Volatilität aus. Haben wir am Freitag auch gesehen, für diejenigen, die dabei waren, die Positionen, die ich aufbaute, ohne dass das jetzt keine tolle Trading-Strategie war, die haben sich alle, wenn sie es beobachtet haben, noch im Profit aufgelöst. Sie werden gleich in dem Demokonto sehen, dass ich mit 1.000 € da gestartet bin, dass das sogar ein bisschen vorne liegt. Ich will es ganz kurz nochmal eben abarbeiten. Da gehe ich jetzt relativ schnell durch. Wir haben die Zahlen ja gesehen. Ist die Zunahme der neuen Beschäftigten. Also es geht ein bisschen runter die letzten Monate. Und ich habe ja flankierend so ein paar Dinge dazu gesagt. Und das, ein entscheidender Punkt ist die sogenannte Participation Rate. Und die geht eben seit Jahren, wie Sie hier sehen können, abwärts. Das heißt, die Anzahl der Amerikaner, die noch am Arbeitsleben teilnehmen, wird immer geringer. Und das unterstreicht eben diese Thematik, dass ja ein Großteil der Leute sich einfach gar nicht mehr arbeitslos melden, weil sie aufgegeben haben, einen Arbeitsplatz zu finden. Eine andere Grafik, die auch noch ganz interessant ist, das sind die Stundenlöhne. Das ist hier ein bisschen nervös. Da sieht man eben auch, dass wir, wenn Sie hier mal gucken, von 2007 an, ab der Finanzkrise, überhaupt so gut wie keine Steigerung mehr in dieser Richtung gesehen haben. Da tut sich in Amerika nicht viel. Es werden Jobs geschaffen, aber sie sind immer relativ schlecht bezahlt. Also da ist sehr viel Glanz bei diesen Arbeitsmarktdaten, aber wenn man dahinter guckt, sieht man nicht so viel. Die neuesten Konjunkturdaten aus den USA zeigen aber, dass der Einkaufsmanager-Index läuft. Also wir haben in Amerika nicht mit einer Rezession zu rechnen. Also die Daten vom Arbeitsmarkt beschönigen die Lage, aber es sieht nicht schlecht aus. Noch einmal Verbrauchervertrauen, das mache ich relativ schnell, hatte ich am Freitag schon drin. Die läuft auch nach oben, nach Universität Michigan, und ist so hoch wie 2001 eigentlich nicht mehr. Dann Conference Board, sind wir ebenfalls auf dem Weg nach oben. Das ist die rote dicke Linie, dann immer der gleitende Durchschnitt. Und dann, das hatte ich hier nicht mit drin, Gallup ist noch eine weitere Umfrage mit Verbrauchervertrauen. Auch da sehen wir den Weg nach oben. Also die amerikanische Wirtschaft wird uns nicht in die Suppe spucken, was die Börse betrifft. Ich glaube aber eben auch nicht in die Suppe spucken, was die Geldpolitik betrifft, weil so gut sind die Zahlen eben nicht. Heute ist ja auch wieder was gekommen. Industrieaufträge waren schlechter als erwartet, mit Minuszeichen. Also das ist nicht so, dass die Geldpolitik hier die Zügel anziehen müsste. Der Hurricane Harvey wird zu einer gewissen Abschwächung beim Wirtschaftswachstum in dieser Region führen, was sich dann natürlich auf die ganze USA auswirkt. Also das alles hat sicherlich ist genug Grund, nicht die Zinsen zu erhöhen, wie eben auch die schon letzten Freitag gezeigt. Ich mache es für diejenigen, die um 14:15 Uhr keine Zeit hatten, weil sie arbeiten müssen, einfach nochmal eben das aufbereitet. Die Autoverkäufe beispielsweise gehen im Grunde schon seit einem Jahr zurück. Und das ist immer ein ganz guter, auch vorlaufender Konjunkturindikator. Das Thema der Woche ist für mich ganz eindeutig das Thema Bitcoin. Da haben wir ja die Fragestellung hier gesehen von MarketWatch: What will we see first? Dow 30.000 or Bitcoin 30.000? Und dafür würde ich jetzt mal ganz kurz in die Plattform gehen, denn ich habe die Bitcoins nämlich hier als Chart mal vorgelegt. Und wenn man sich das anguckt, jetzt muss ich mal diese Navigationsfenster hier zur Seite fahren. Das ist jetzt Tag 1, und wir sehen, das ist natürlich ein hochspekulativer Markt. Wer Netflix hat, dem kann ich nur eins ans Herz legen. Dort gibt es eine Bitcoin-Doku, die erlaubt es, glaube ich, auch nochmal, sich klarzumachen, was das eigentlich ist, wie seriös das ist. Ich habe mit Bitcoin ein Problem.
Wenn es wirklich ein Zahlungsmittel werden soll, dann muss es natürlich irgendwie eine gewisse Stabilität erreichen, weil so ist es ja als Zahlungsmittel kaum verwendbar. Da müssten ja ständig dann die Preise bei Amazon oder wie auch immer ständig angepasst werden, damit sie dann im Maßstab zum Dollar stehen, weil die Löhne, all das, was Amazon ja sonst auf der Kostenseite hat, zahlen sie in Dollar. Also brauchen sie einen verlässlichen Verkaufspreis, wenn es über Bitcoin laufen würde. Das ist so ein bisschen die Problematik dabei. Trotzdem ist natürlich ein spannender Markt, der erhebliche Übertreibung unter Umständen zeigt. Darüber wird viel geredet. Viele erfahrenere Börsianer weisen auch darauf hin, dass das natürlich wieder blasenartigen Charakter hat. Dem würde ich schon auch zustimmen. Allerdings, was ich weiß bei Bitcoin, ist, da sind viele Leute engagiert, die noch nie was mit Börse zu tun hatten, die eher so aus dem Tech-Bereich kommen. Und ich weiß, dass da viel Geld eingesammelt wird, auch von Brokern, die das anbieten, die Kunden gewinnen, die noch nie einen DAX oder einen Euro-Dollar gehandelt haben. Und das heißt, die haben natürlich auch noch nicht die Erfahrung mit Crashes gesammelt, wie beispielsweise Crash des neuen Marktes, wie Lehman-Krise. Und das ist eigentlich immer so. Man braucht immer eine neue Generation, um wieder einen völlig wahnsinnigen Boom zu entfalten. Und das ist eine Situation, die wir beim Bitcoin unter Umständen jetzt haben. Was ich damit sagen will, ist, der Wahnsinn kann eben auch noch weitergehen und keiner kann Ihnen versprechen, dass das nicht erst auf 30.000 geht, bevor es dann wieder runtergeht. Das heißt, hier Short-Positionen aufzubauen, ist schwierig. Er hier, ich habe es mit alter Schwede übertitelt, ein Schwede hat seine ganzen Ersparnisse in Bitcoin investiert, sein Vermögen hat sich um 13.000% gesteigert. Also erstmal ist es gut, die Frage ist, verkauft er rechtzeitig? Jan Böhmermann, ja, allen, glaube ich, mittlerweile bekannt durch das Erdogan-Gericht. Er hat so eine bei Spotify so eine Sendung, die ich ganz gerne höre. Der hat jetzt auch aufgefordert, man solle ihm Bitcoin schenken. War natürlich ein bisschen spaßig gemeint. Also das Thema wird Massenthema. Als bei Harald Schmidt damals die ganzen NTV-Moderatoren eingeladen wurden und der Schmidt, na, wie heißt er mit Vornamen noch? Von Consorst, von der Consorsbank, von der Schmidtbank, wo ja Consorst daraus entstanden ist. Das war die letzte Phase des neuen Marktes. Also ich sag mal, wenn so populäre Medien sowas aufgreifen, dann ist das schon ein Gefahrenzeichen. Also long gehen würde ich da ehrlich gesagt nicht mehr, aber das Ding jetzt zu shorten ist eher schwierig. Also wenn, dann vielleicht eher in einer Situation, wo wir runtergelaufen sind und dann alle schreien, die Korrektur ist zu Ende und jetzt wieder einsteigen, steigen. Das war eigentlich auch beim neuen Markt eine gute Möglichkeit, auf die Short-Seite zu gehen, als man korrigiert hatte und die Korrektur dann, weiß ich, 10, 15% war und alle meinten, so jetzt kann man wieder kaufen. Selbst so erfahrene Börsianer wie Gottfried Heller behaupteten das, nur da das maßlos überbewertet war, ging es dann natürlich auch weiter runter. So, jetzt würde ich ganz kurz einmal kurz nochmal eben durch die Fragen gucken, ob es irgendwas zu diesen Themenkomplexen gibt, was ich behandeln kann. Sie dürfen natürlich auch in der Zeit Fragen schreiben. So, ich fange mal von unten an. Ups. Na, das ist mit dem Laptop immer alles ein bisschen so. Also, ich habe gestern auch noch 9 gekauft, Bitcoin. Gut, also wie gesagt, ich gebe nur meine Meinung weiter. Ich kommentiere jetzt nicht einzelne Dinge. Gibt nicht genug Bitcoins? Ja, das ist ja eben auch die Frage. Gibt jetzt ja diese Abspaltungen. Wie gesagt, gucken Sie sich das mal auf Netflix an. Es ist nicht so, dass das alles so von selbst entstanden ist. Da ist auch gute Promotion dahinter gewesen. Also ich bin da immer, ich sage nur einfach, gucken Sie sich es genau an. Das ist keine Garantie zum Geld verdienen. So, wird doch schon in Japan gemacht, weil genau, wir haben beispielsweise China hat über Nacht, das ist vielleicht auch noch dazu zu sagen, China hat über Nacht diese ICOs verboten, also die Initial Coin Offerings, also Aktienemissionen oder Unternehmensemissionen, für die man dann irgendeine Kryptowährung erhält. So, guten Abend, anbeifallen, aber die US-Indizes, oder die nehmen das ernst. Die nehmen das ernster offenbar als der DAX, was vielleicht auch zeigt, dass der DAX, wir gucken gleich drauf, technisch in der besseren Situation ist. Aber auch bei den US-Indizes waren die Verluste von Anfang an, auch in der Nacht, ich habe das natürlich Sonntagnacht mir dann schon angeguckt, von Anfang an nicht so hoch wie nach dem Raketenabschuss. So, dann.
Beim Bitcoin ist ein großer Spread. Ja, klar, bei so einem volatilen Markt kann ein Broker das gar nicht anders stellen. So, damit bin ich jetzt erstmal durch mit den Fragen und jetzt widmen wir uns mal dem Thema Aktien. Aktien USA. Genau, da müssen wir mal ganz kurz raus hier aus der Präsentation. Ich fange immer an mit den Schlagzeilen. Also nochmal für diejenigen, die sich fragen, warum tue ich das? Das Webinar, das aufgezeichnet ist, die irrationale Logik der Börse, da gehe ich darauf ein, dass Einstimmungsindikator auch so ein Schlagzeilenindikator ist. Und dann gucke ich immer so ein bisschen, wie viel bullische Artikel gibt es. Da wird mir auch wieder von einem langjährigen Besucher meiner Webinare schon wieder schönes Material zugeschickt. Können Sie auch jederzeit tun. By the dip, what Wall Street most bullish strategist is telling clients, also der Michael Wilson von Morgan Stanley bleibt optimistisch, ist aber immer schon gewesen, aber da haben wir eine optimistische Stimme. The stock market may be poised for a replay of the 1987 crash, also eher hier warnende Stimmen. From stocks to bonds, the bear market signals are multiplying. Auch das ist eine negative Stimme. Ron Paul, da geht es jetzt richtig zur Sache. 50% stock market plunge. Confeasible, also möglich. Investors quickly losing faith in stock Trump Market Rally, auch das ist dann eher negativ. Und dann gehen wir nochmal raus mit einem positiven Wall Street Bets. These 10 stocks will lead Dow to 23,000. Trotzdem in Summe würde ich sagen, richtige Euphorie sieht anders aus. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal in den quantitativen Indikatoren an, wo wir so, ich habe hier dann eben nur diesen einen Bildschirm zur Verfügung, deswegen ist das ein bisschen schwieriger jetzt zu machen. Macht das Fragenfenster vielleicht mal einmal zu. So, dann sehe ich meine Grafiken auch besser. So, das sind die amerikanischen Anlageberater zu den Aktien. Oben der S&P 500 und hier die Kurve, relativ optimistisch noch, braucht man nicht drüber diskutieren. Es ist ein hoher Bereich, alles über 70 ist eigentlich eher Verkaufssignale. Zuletzt allerdings auch nachlassende Signale. Kurzfristige US Market Letters zum S&P 500, also zu den Standardaktien, gehen auch nochmal runter, minus 3,42% zur Vorwoche. Obwohl, und das ist das Interessante, der S&P vergangene Woche schon wieder nach oben gelaufen ist. Das sind die Zahlen logischerweise von vor dem Bombentest in Nordkorea. Dann kurzfristige US Market Letters zur Nasdaq. Das hatte ich am Freitag schon gezeigt. Auch da sehen wir mittlerweile deutliche Minuszeichen. Das heißt, es werden per Saldo Short-Positionen empfohlen. Und das, obwohl der Markt nach oben läuft. Das ist eigentlich ein Signal dafür, dass die Konsolidierung, wenn wir denn nicht irgendwelche Zeichen haben, die ganz gefährlich wären, die Konsolidierung abgeschlossen sein könnte. US-Börsenbriefe negativ, da tut sich nicht viel, 0,2% plus, auch da sind wir nicht mehr am Tief. Aber das ist natürlich insgesamt gesehen noch relativ optimistisch, das muss man klar zugeben. US-Put-Call-Ratio ist deutlich nach oben gegangen, steigt auch nochmal weiter an, kann auch das Korea-Thema sein, ist eher dann jetzt auch wieder stützend und spricht eher für ein Ende der Konsolidierung. Bullen minus Bären, das sind die positiven Börsenbriefe minus die negativen. Auch hier sind wir eben schon lange, lange auf einem eigentlich gefährlichen Niveau, wenn Sie es allerdings mit der Phase vergleichen. Also hier knallt es dann irgendwann, aber hier haben wir auch eine lange Phase gehabt, wo es weiter nach oben ging. Und zumindest sind wir ein Stück runter. Will heißen, wir haben in Amerika sicherlich keinen großen Pessimismus, so nach dem Motto, es kann nicht weiter runtergehen. Aber wenn die anderen Vorzeichen nicht negativ sind, ist meine Empfindung eher, auch weil die Leute sich vor September, Oktober, da sehen wir auch gleich noch deutsche Artikel dazu, in Sicherheit bringen, dass wir möglicherweise mit der Wall Street zunächst mal die Korrektur abgeschlossen haben. Vielleicht läuft die Wall Street nicht toll nach oben, aber sie spuckt möglicherweise dem deutschen Aktienmarkt dann nicht in die Suppe. Das wäre mal meine Interpretation. So, das sind die amerikanischen Privatanleger im 8-Wochen-Durchschnitt. Das ist ein relativ guter Indikator. Da sind wir mit 30% auch nicht optimistisch, auch nicht super pessimistisch. Kann man jetzt nicht so extrem viel draus ableiten. Und das sind die amerikanischen Profi-Anlagemanager.
Und auch die sind eher auf dem Rückzug, haben hier sicherlich noch weniger Positionen gehabt. Also man kann nicht immer warten bis dahin, ja, dann verpassen sie das ganze Jahr hier. Aber auch hier sehen wir nachlassen Optimismus. Und wenn wir uns die Umfrage von Merrill Lynch angucken, Bank of America Merrill Lynch, dann haben wir immer noch mit 5% historisch gesehen sehr hohe Cashquoten der Fondsmanager. So, dann haben wir Deutschland. Vielleicht gucken wir uns den DAX dann nach der Betrachtung an. Gehen auch erstmal rein ins Thema Donnerstag EZB-Sitzung. Wird Draghi was machen? Der Konsens ist, sie werden sich noch nicht äußern zum Thema, wann endet die Tiefzinspolitik, sprich wann werden die Zinsen angehoben oder wann wird das Anleiheprogramm auslaufen oder gekürzt. Druck hat er auch nicht wirklich von der Inflationsfront. Das waren leider ein bisschen schlechter. Ich habe keinen anderen Chart gehabt jetzt. Das sind Umfragen. Die Blauen konzentrieren sich auf die orangene Linie. Mit 1,5% waren die Verbraucherpreise reingekommen. Sein Ziel sind 2%. Kein Handlungsbedarf hier. Und wenn wir uns ganz frisch von gestern die Produzentenpreise angucken, dann sehen wir, dass da seit Januar wir schon wieder rückläufige Preissteigerungen sehen. Wir waren deutlich hoch und gehen jetzt aber runter. Und mit einer Zeitverzögerung arbeitet sich das in der Regel dann auch in die Verbraucherpreise ein. Deswegen würde ich auch sagen, Draghi macht nichts. Und ich würde sagen, das ist für den Aktienmarkt dann eher am Donnerstag, wenn das dann so kommt, ein positives Signal. Jetzt kommen wir mal zur Stimmung in Deutschland. Angst vor dem September, die Furcht vor dem September. Die politischen Würden in den USA und der starke Euro für unsere Anleger hoffen auf die EZB. Aber Tenor des Artikels ist, dass man eher vorsichtig sein sollte. Und das ist eigentlich auch Tenor dieses Artikels, keine Angst vor Korrekturen. Also man rechnet mit Korrekturen in jetzt September, Oktober. Die soll man aber zum Kaufen nutzen. Sprich, und das ist auch mein Gefühl, wir haben sicherlich nicht die Situation, wo in Deutschland alle pessimistisch und bärisch sind für den DAX. Aber ich würde sagen, der Konsens ist eher, dass die Leute glauben, November, Dezember, Jahresendrallye sehen wir, im September, Oktober wird schwierig. Wenn das so ist, läuft es meistens umgekehrt. Denn dann geht September, Oktober, sind dann alle erstmal nicht drin. Und wenn es dann nach oben geht, müssen die irgendwie aufspringen, weil es ja sonst die Rallye, die 2 Monate vorher stattfindet, nicht miterleben. Deswegen bin ich eher der Meinung, dass wir in diesen eigentlich statistisch schwierigen Monaten in diesem Jahr gute Monate sehen und wir das im Grunde Juli, August mit der Konsolidierung schon abgehakt haben. Put-Call-Ratio deutscher Aktien spricht deutlich dafür, auch wenn es einen Mini-Rückgang gab. Das ist ein extrem gutes Kaufsignal, was wir haben. Also der Markt sollte meiner Ansicht nach nicht unter 11,8 gehen. Und wenn wir Ausbrüche nach oben sehen, und da will ich gleich gucken nochmal mit Ihnen, welches Level da spannend ist, dann kann es plötzlich auch sehr, sehr schnell gehen, dass wir wieder 300, 400 Punkte machen und die kann man für Trades nach oben dann sicherlich nutzen. Positive deutsche Börsenbriefe, da sind wir auch ganz unten und haben nochmal einen Rückgang gesehen, das ist die 2-Wochen-Glättung, also es gibt so wie keine optimistischen deutschen Börsenbriefe mehr, dafür aber eine Menge negative deutsche Börsenbriefe. Und bevor wir jetzt zu Rohstoffen gehen, komme ich nochmal einmal erstens auf einen Artikel hier, den es noch gab. Das ist auch nochmal ein Sentiment-Indikator, der mit dem Handelsblatt zusammen erstellt wird. Und da sehen Sie nochmal hier, wo die letzte Umfrage der Anleger, wo sehen Sie den Markt? Im Aufwärtsimpuls nur 5%, Topbildung 4%, okay, Abwärtsimpuls 48%, Bodenbildung 8%, Seitwärtsbewegung 35%. Also das ist natürlich kein optimistisches Bild, deckt sich insofern mit den anderen Stimmungsindikatoren. Und jetzt wollen wir uns den DAX nochmal eben auch im Chart angucken. Nehmen wir hier den, ja, das ist jetzt immer schwierig, wenn diese Konsole da steht, weil ich dann, das ist so viel einfacher mit zwei Bildschirmen, so, aber so kriege ich das Fenster wieder klein und dann machen wir das DAX-Fenster groß und gucken mal hier, ja, jetzt geht es ja doch deutlich nach unten heute. Während wir hier das Webinar veranstalten, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so mitgerechnet. Gucken uns das Ganze aber mal in dieser Betrachtung an. Und dann sehen wir hier, dass die 12 dieses Level, ich mal eine Linie hier nehmen soll, dass dieses Level hier, und da können wir den Chart mal ein bisschen auseinanderziehen.
so das ist, was der Markt durchbrechen müsste. Und da ist er heute auch wieder knapp dran gescheitert. Also erstmal diese Linie hier durchbrechen wäre wichtig. Und wenn man dann nochmal eine gerade Linie auflegen wollte, dann wäre das sicherlich so dieses Niveau, wo der Markt durch müsste. Das wären dann so die 12.300 und wieder das Wegschieben. So die 12.350 rund, wo wir hier im Hoch waren, ein bisschen drunter. Wenn er da drüber geht, dann glaube ich, haben wir gut Platz nach oben. Jetzt loten wir natürlich erstmal den Platz nach unten aus, wie wir sehen, was mit Sicherheit daran liegt, dass die US-Börsen sich jetzt deutlich nach unten verabschiedet haben sollten. Gucken wir uns da mal ganz aktuell den Dow Jones an. Ja, der liegt jetzt eine ordentliche Abwärtskerze hin. Wie man hier schön sehen kann, machen wir das Ganze mal im 5-Minuten-Chart. Ja, dann sehen wir, also die US-Märkte sind jetzt erstmal im Ausverkauf. Neue Nachrichten konnte ich jetzt keine sehen. Das ist natürlich jetzt eine Entwicklung, die nicht meinem Stimmungsbild entspricht. Da muss man jetzt einfach gucken, gut, wie weit geht diese Entwicklung jetzt nach unten. Und sehen wir da doch nochmal Probleme auf der US-Aktienseite. Ich würde eben mit Long-Positionen im DAX auch gucken, dass man die aufwärts nimmt, dann mit Stops absichert. Und wenn der Markt dann über dieses Level von 12.300 hinweg ist, dann ist sicherlich das ganz interessant, wieder Raum nach oben zu nehmen. So, da kann man jetzt zugucken, wie es runtergeht. Das ist sicherlich auch beim DAX dann nochmal so zu beobachten. Wo sind wir da jetzt? Wäre natürlich jetzt auch eine schöne Situation für Live-Tradings. Bei 12.000, wir sind jetzt eigentlich da, wo wir gestern Morgen so waren, nach den Korea-Anschlägen. Ich hätte auch gedacht, die Amerikaner erholen sich eher, aber die reagieren, ob das jetzt mit, ich würde aber mal weniger Korea dafür verantwortlich machen, als dass wir jetzt erstmal einen Trend nach unten eingeschlagen haben. Das ist eben auch viel Technik und das zeigt auch nochmal, Stops sind äußerst wichtig. So, dann gehe ich jetzt nochmal in die Fragen zum Thema. So, ja, die hätte ich hier oben zugemacht. So, Co-N, wo droht die größte Gefahr für einen Crash? Das verstehe ich jetzt nicht, dieses Co-N nicht. Schwer zu sagen, hatte Stefan, die Börse Nasdaq ab. Ja, das haben wir jetzt auch beobachtet. Nasdaq könnte man sich auch angucken, da geht's noch deutlicher nach unten. Kann der Crash an die Märkte durch Platzen der Bitcoin-Blase verursacht werden? Nein, das glaube ich nicht. Dass da eine große, da ist nicht so viel Kapital, als dass, wenn dort Geld verloren gehen würde, dann plötzlich das Auswirkungen auf den Aktienmarkt hätte. Das glaube ich nicht. So, jetzt muss ich mal den Stecker hier wechseln. Und Dann der muss andere noch mein Co-Moderator wird auch Strom noch nicht leppen. mal sich einschalten. Wir haben normalerweise mal eine Arbeitsteilung, die sich bewährt hat, dass wir als Admin Markets Mitarbeiter die Fragen vorlesen. Da kann sich auch besser darauf Ja, gerne. konzentrieren und nie vergessen, die Teilnehmer können die Fragen nicht sehen. Also immer die Frage einmal vorlesen, damit wir alle wissen, welche Frage wir beantworten. Das ist immer sehr sinnvoll. Ich gehe nochmal auf die letzte Frage ein, die du so ein bisschen schon beantwortet hast. Kann der Crash an den Märkten durch Platzen der Bitcoin-Blase, sobald die Blase vielleicht platzen würde, verursacht werden? Ein kleiner Stein, der die Lawine zum Rollen bringt, ist die Frage. Vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher dazu. Das interessiert momentan sehr viele. Ja, genau. Vielleicht muss ich, da hast du vollkommen recht, die Fragen ein bisschen lauter vorlesen. Das Problem ist immer, man guckt sich die Fragen dann an und geht die schnell durch, weil ich möchte die Fragen dann, bevor ich sie nicht kurz selber gelesen habe, vorlesen, weil da manchmal komische, etwas kryptische Dinge stehen. Nein, das glaube ich nicht. In dem Bitcoin-Markt ist nicht so viel Kapital und schon gar nicht mit Verbindungen jetzt zu Investmentbanken und irgendwelchen Fonds, die dann, weil sie da Geld verlieren, woanders verkaufen müssten. Das haben wir in anderen Märkten, so Kettenreaktionen, das würde ich da nicht erwarten. Oder gibt es einen Brexit 2.0? Die Frage eines weiteren Teilnehmers ist wirklich schwer zu sagen. Wären die Wahlen in Deutschland relevant, die bald anstehen? In wenigen Wochen gibt es ja die Bundestagswahlen. Siehst du darauf dafür irgendwelche Gefahren für die Märkte, wie Stichwort Brexit 2.0 oder eher weniger marktbewegendes Event, deiner Meinung nach? Ja, also wir haben ja eins gesehen, die Meinungsumfragen in Amerika war es ja relativ knapp vor der Wahl, aber es hat nicht funktioniert. Das ist immer da vor allem gefährlich, wo man dieses Mehrheitswahlrecht hat.
Und das haben wir auch beim Brexit gesehen. Wir haben allerdings in Frankreich gesehen, da waren nachher die Umfragen ja relativ klar, als es die Stichwahl ging, dass die Meinungsforscher so daneben nicht liegen. Und jetzt nach dem Kanzlerduell, sonst hat die Merkel die Duelle ja zumindest verloren, das hat sie dann auch noch klar gewonnen, ist es wirklich extrem schwer vorstellbar, dass da noch irgendwie sowas wie Rot-Rot-Grün bei rauskommen könnte. Das wäre sicherlich dann eine schlechte Nachricht, sondern ich glaube, es läuft auf die große Koalition hinaus, dann wird das ein Non-Event werden. Wenn es auf Schwarz-Gelb hinausläuft, dann könnte es den deutschen Aktienmarkt wahrscheinlich sogar ein Stück weit beflügeln. Okay, das waren die Fragen für den Moment. Ich weiß nicht, Okay. ob du weitere Folien für das Thema vorbereitet hast oder was dein roter Faden ist. Ansonsten gehen wir Genau. damit weiter. Genau. Also ich gehe immer die Märkte durch und wir haben jetzt ja die amerikanischen, die deutschen Aktien gemacht. Und jetzt komme ich zu den Rohstoffen. Da haben wir so ein bisschen was an Artikeln gesehen zum Thema Gold. Gold breaks out, New Bull Market for the Midas Metal. Also da geht es eben auch jetzt wieder so ein bisschen mehr in die Aufmerksamkeit der Presse. Und das ist eben immer ein Zeichen dafür, nicht, dass ich jetzt sofort runtergehen muss mit Gold, aber dass das Interesse steigt und damit natürlich auch die Gefahr anfängt zu steigen, dass es dann eine Korrektur gibt. Zum Beispiel ist das ein Titelblattindikator, Fragezeichen, der nächste Goldrausch. Sowas, wenn man sowas sieht, muss man zumindest das im Auge behalten und auch das Handelsblatt in Krisen zählt nur Gold. So ein Artikel sieht man natürlich nicht, wenn Gold bei 1150 ist. Den sieht man eben erst, wenn Gold dann gestiegen ist. Die Leute schreiben über die Märkte, wenn große Bewegungen schon da waren. Ich glaube, dass Gold in einer starken Abhängigkeit aktuell eben zum Euro-Dollar ist. Und natürlich zu den Krisen ist, wenn wir da Beruhigung sehen und beim Euro-Dollar Beruhigung sehen, dann denke ich nicht, dass die Goldhosse sich sofort fortsetzt, sondern ich glaube eher, dass der Goldpreis dann auch mal wieder unter Druck kommt. Längerfristig allerdings spricht schon sehr, sehr viel fürs Gold und dass es nach wie vor natürlich diese starke Vermehrung der Geldmenge auf der Welt, selbst in Amerika wächst M1 ja noch sehr ordentlich und in Europa durch das Anleihekaufprogramm in Japan müsste Gold dann eigentlich aufwerten, aber im Trading-Bereich kann man das spielen, aber würde ich langsam vorsichtig werden. Da ist auch mal wieder eine Korrektur angezeigt. Wir gucken uns da auch jetzt die kurzfristigen US-Börsenbriefe an zu Gold. Da sehen wir nämlich dann auch, dass wir da an einem sehr, sehr hohen Level sind, wo häufiger mal Korrekturen eingesetzt haben, wie man hier sehr schön sehen kann. Und wenn wir uns die amerikanischen Anlageberater zu Gold angucken, da sind wir noch nicht bei diesen 70% angekommen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür. Ich werde versuchen, in den nächsten Webinaren dann auch noch die COT-Daten, also die Daten von den amerikanischen Terminbörsen, die Positionierungsdaten hier mit einzubauen und darzustellen. Da haben wir aber auch relativ viele Long-Kontrakte mittlerweile aufgebaut, wie wir das auch im Übrigen beim Euro haben. Gehen wir vom Gold rüber zum Öl. Und wir, die beiden Charts können wir uns gleich in der Plattform dann nochmal angucken. Also ich finde das Öl relativ interessant. Also wir haben hier keinen Überoptimismus oder Pessimismus. Öl war jetzt ja zuletzt unter Druck gekommen, erholt sich heute wieder stark. Warum? Wegen Hurricane Harvey. Hat man am Anfang nicht verstanden, weil auch Ölförderanlagen betroffen waren. Aber es sind eben noch mehr Raffinerien betroffen gewesen. Das heißt, das Öl, was produziert wird, ist zwar weniger, aber es kann noch weniger weiterverarbeitet werden. Jetzt ist der Sturm heute auf Level 5 oder sowas runtergesetzt worden, wenn ich es richtig gelesen habe. Das mag zu der Ölpreiserholung führen. Generell scheint, ist, gibt es ein Überangebot an Öl. Nicht, weil die Konjunktur weltweit nicht läuft, sondern einfach, weil durch das Schieferöl in Amerika, das wird ein bleibender Faktor sein und deren Kosten gehen immer weiter runter. Das heißt, die können bei immer geringeren, bei geringerem Preis produzieren und gewinnbringend produzieren. Das heißt, die werden immer mehr Anlagen erschließen. Die Saudis mit der OPEC im Hintergrund versuchen, den Ölpreis auf einem Level zu halten, der für sie erträglich ist, aber nicht zu viel Schieferöl nach vorne, nach oben bringt. Nur, wie gesagt, dieses Preisniveau sinkt. Früher konnten die bei $50 nicht profitabel produzieren, mittlerweile können sie das. Und die haben ja Förderkürzungen vorgenommen von 1,8 Millionen Barrel pro Tag. Die Saudis müssen da auch auffangen, andere Länder auffangen, die sich nicht an die Förderkürzungen halten. Also das kostet die sehr, sehr viel. Und die Frage ist, wie lange werden die das durchhalten oder wird der Ölmarkt irgendwann überschwemmt? Da sehe ich eher Chancen dann für einen Abwärtsimpuls. Gehen wir da auch nochmal in die Plattform hinein und gucken uns den Ölmarkt an.
Das hatte ich auch, glaube ich, schon vorbereitet hier, das WTI genau. Dann sehen wir heute diese massive Erholung, ganz ohne Frage. Und wenn wir hier dann nochmal eine Linie uns legen wollen, sind wir da, glaube ich, an einem ganz interessanten Level, wenn man hier guckt. Also das ist eigentlich so das obere Ende und das könnte für Short Trades interessant sein mit einem Stop-Level wahrscheinlich hier auf dem Niveau. Wenn da die Höchstpreise überstiegen werden, dann sieht das Bild möglicherweise anders aus. Aber insgesamt sehen wir hier eher einen Abwärtstrend und ich glaube, dass der eher fortgesetzt wird. Dann kommen wir nochmal zum Gold. Das haben wir hier. So, das ist jetzt der 4-Stunden-Chart. Da gehen wir auch mal auf den Tageschart und sehen, dass wir da eine schöne Bewegung nach oben gesehen haben. Wo aber ja in dem Moment, glaube ich, wo das Krisenthema ein bisschen nachlässt und Trump reagiert ja nicht mehr so scharf auf das Nordkorea-Thema. Seine Berater haben ihn da wohl zurückgepfiffen, es durchaus sein kann, dass wir dann auch relativ schnell wieder Rückgänge sehen. So, dann gehen wir nochmal zurück in die Präsentation und kommen zum letzten Punkt, nämlich dem Punkt Währungen. Habe ich heute nur eine. Ich werde nächste Woche sicherlich mal was zum britischen Pfund machen. Gucken wir uns das Thema Euro-Dollar an. Ich habe schon gesagt, es gibt viele Long-Positionen am Markt, am Terminmarkt in Chicago beziehungsweise New York. Und wir sehen eben auch einen hohen Optimismus für den Euro bei den Anlageberatern, was meiner Ansicht nach dafür spricht, dass dieser Aufwärtstrend erstmal konsolidiert und damit auch der Aufwärtstrend des Golds wahrscheinlich konsolidiert und wir nicht weiter mit dem Euro zulegen. Es sei denn, Draghi würde doch tatsächlich am Donnerstag da was ankündigen und die Märkte also damit dann den Euro weiter nach oben schieben, dann wird sicherlich was passieren. Aber wenn nicht, gibt es vielleicht eher eine Enttäuschung und der Markt geht eher in Richtung 1,18 wieder zurück, was dann förderlich für deutsche Aktien wäre. So, damit wäre ich mit meiner Präsentation durch. Natürlich noch offen für Fragen. Jens, wenn du noch drin bist und Lust hast, darfst du mir die stellen. Sonst würde ich jetzt versuchen, sie ein bisschen besser verständlich vorzulesen und einzeln abzuarbeiten. Aber gerne nehme ich die Fragen von dir an. Das ist immer, immer galanter und schöner, glaube ich, wenn das moderiert ist. Ja, eine Frage eines Teilnehmers, die wir wahrscheinlich kaum beantworten können. Wie beurteilen Sie die Entwicklung beim Rohstoff Zucker? Da wir Zucker momentan nicht als Handelsinstrument haben, wir können uns also auch keinen Kurs hier in unserem MetaTrader 4 anschauen, muss ich da leider passen. Aber wenigstens die Ich auch. Frage beantwortet haben, darüber können wir jetzt nichts sagen. Ein anderer Teilnehmer fragt, was sagen Sie zu einem möglichen negativen Einfluss des Problems der Schuldenobergrenze auf die Börse? Ja, super. Als ich vorhin hier ins Hotel fuhr, das ist hier direkt am Flughafen und ich kam aus der City, dachte ich, ach, auf der Folie Gewöhnungseffekt kannst du doch Schuldenobergrenze noch eintragen. Und dann war ich im Hotel und dachte ich, was wolltest du denn noch draufschreiben? Ich danke Ihnen für den Hinweis. Ist auch so ein Thema. Wir haben das ja mehrfach gespielt am Markt. Das wird auch möglicherweise so ein bisschen diskutiert werden, aber ich glaube, auch hier wird der Schrecken geringer sein als zu den Malen davor, weil wir auch da gelernt haben, das hat am Ende sich immer wieder aufgelöst und den Markt hat es nicht nachhaltig aus dem Tritt gebracht. Okay, wir haben es 18:45 Uhr. Das ist auch die Zeit, die wir uns ungefähr gesetzt haben als Rahmen. Deswegen kann ich für heute schon sagen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bald gibt es den Stefan Risse wieder. Da wird er gleich bestimmt was dazu sagen. Genau wie die ganzen Webinare sonst von Admin Markets. Gleich morgen schon wieder. Guten Morgen, DAX-Index bereits um 8:30 Uhr mit dem sehr bekannten Heiko Behrens, der High Speed Day Trader, wenn Sie ihn vielleicht nicht kennen. Vielen Gottmo-Trader-Kunden oder auch sonstigen Kunden ist er bestimmt bekannt. Oder danach folgend morgen um 10 Uhr, wie jeden Börsentag, Punkt 10 Forex und CFDs täglich. Ansonsten, wenn Sie immer mal Sneak-Previews mögen, das gibt es nicht nur im Kino, sondern auch bei Admiral Markets, nächste Woche geht es los. Wir werden unser MT5-Angebot erweitern, ein ganz neues MT5-Kontomodell. Wir werden unser MT5 Supreme erweitern. Da gibt es viele tolle neue Features. Das sind ja schon 60 Features oder über 60 Features. Und dann können wir ab nächste Woche sagen, über 70 Features mit wirklich tollen neuen Highlights, freuen sich drauf. Ab nächste Woche gerne mehr dazu. Das war's von mir. Herzlichen Dank. Grüße aus Berlin. Jens Schanowski ist und war mein Name und das Schlusswort von dem Stefan. Ja, vielen Dank, Jens. Ja, aber ich kann eigentlich auch nur sagen, vielen Dank für die wieder sehr zahlreiche Teilnahme. Gibt hier auch ganz lobende Worte. Das freut mich natürlich. Einmal kann ich noch ein Chatfenster für diejenigen, die mir was schreiben wollen, natürlich meine
E-Mail-Adresse eingeben. Das ist info@rissesblog.de. So, an alle senden sollte ankommen. Also wenn Sie irgendwelche Artikel sehen, wo Sie sagen, Mensch, die zeigen doch irgendwie an, da gibt es eine Euphorie oder gibt es Pessimismus, die schicken Sie mir das zu. Und Sie dürfen natürlich mir auch direkt zusenden, was Sie sich in dem Webinar wünschen. Können Sie natürlich auch Admiral Markets mitteilen, die werden mir das dann weiterleiten, ja, ob Sie die Webcam wollen oder nicht und auch wichtige Fragen als das. Irgendwelche Inhalte, ich werde nur das machen, was ich dann auch tatsächlich kann. Zu Zucker hätte ich jetzt überhaupt nichts sagen können, weil ich mich mit dem Markt nicht beschäftige, mal abgesehen davon, dass das Underlying jetzt hier bei Admiral Markets auch gar nicht handelbar ist. Das werde ich dann offen sagen, aber wenn es Dinge gibt, die ich beantworten kann, dann tue ich das gerne. Wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag, ein bisschen was los ist ja. Vielleicht lässt sich da ja auf der Short-Seite noch was machen oder eben mit einem Return zum Abend. Auch das sehen wir an der Wall Street ja häufiger mal. Ich wünsche viel Erfolg und sage dann tschüss bis in 2 Wochen. Dann ist das nächste reguläre Webinar, bevor dann wieder das Non-Farm-Payroll-Webinar kommt. Also viel, viel Lob. Gut. Und wenn wir Dankeschön sagen, habe ich jetzt noch eine Möglichkeit gefunden, wie Sie auch Dankeschön sagen könnten, wenn Sie möchten. Ich habe Ihnen das als Link in diesem Chatfenster geschickt, wenn Sie noch dabei sind. Nennt sich brokervergleich.de/brokerwahl. Es gibt ab und zu Brokerwahlen und da sind natürlich dann alle Broker gerne vorne mit dabei, so auch wir. Letztes Jahr haben wir dort den ersten Platz gemacht in der Kategorie Forex und in der Kategorie CFD. Dieser erste Platz soll doch verteidigt werden. Wenn Sie also unseren Service, unsere Leistung mögen, 2 Minuten Zeit, mehr dauert es nicht, da abzustimmen, brokervergleich.de/brokerwahl. Klicken Sie den Link an oder wenn Sie später auf YouTube es hören, wir freuen uns. Ich sage nochmal Dankeschön, wenn Sie da die Stimme vergeben. brokervergleich.de/brokerwahl. Das als Dankeschön, wenn Sie möchten und somit einen guten Abend aus Berlin.